Hallo? Die USA und die Wahlen, was soll man sagen? Da ändern sich ja manchmal die Umfragen schneller, als man Fettnapf sagen kann. Die jüngsten Verfehlungen mit Romneys habe ich ehrlich gesagt von Kollegen mit zugetragen bekommen, weil ich ein Internetproblem mit meinem Dienstlaptop hatte während der Klausurtagung. Jetzt ist es natürlich ein weites Feld und man könnte das betrachten von außen oder von innen und von ganz doll links, von ein bisschen weniger links. Ich habe versucht, da einfach ein paar Schlaglichter drauf zu werfen auf diese Frage, die auch ein bisschen auszureizen, die Frage nach dem Richtungsentscheid, ob das nun einer sein kann, darf, soll oder nicht. Dazu habe ich einfach ein paar politische Karikaturen mitgebracht aus dem Wahlkampf, die ich gleich zeigen möchte. Vorher aber, auch damit alle nochmal wach werden, mittels eines gezielten Adrenalinstoßes, die Spannung steigt schon, habe ich diesen Link mitgebracht. Und dieser Link, mit diesem Link kommt man auf den Trailer des vielleicht einigen bekannten Films von Dinesh D'Souza, 2016, Obamas America. Dieser Film beruht oder behandelt das Buch von Barack Obama, Dreams from My Father. Und in diesem Buch setzt sich Obama mit seinem Vater, mit seiner Herkunft, und der kommt ja nun bekanntlich aus Kenia, auseinander. Und da dieser Film teilweise die Reise Obamas nachverfolgt und auch Zitate von ihm einfügt, gilt er als Dokumentarfilm. Man kann sich gleich streiten, ob das so eine zutreffende Beschreibung ist. Jedenfalls ist es von intellektueller Seite eine sehr populäre Art und Weise, Barack Obama als ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu diskreditieren. Und um so ein bisschen was von der Stimmung mitzubekommen, und dieser Film, muss man sagen, ist gleich auf Platz 6 der ewigen Bestenliste von politischen Dokumentationen gelandet. Um ein bisschen was von der Stimmung mitzubekommen, habe ich diesen Trailer mitgebracht. Man muss nicht jedes Wort verstehen, sage ich gleich dazu. Aber man kann, glaube ich, die Message doch mitbekommen, und ich werde danach auch noch mal kurz was sagen. Film ab. Ja, soweit dieser Vorspann. Ich habe mir sagen lassen, ich habe den Film nicht gesehen, dass der Film eigentlich viel schlimmer ist. Es ist wichtig zu betonen, dass das durchaus von einem Intellektuellen gemacht ist. Also der Filmemacher ist selbst Präsident des King's College in New York. Also auch für alle, die nicht jedes Wort verstanden haben, ich denke, die Symbolik ist nicht besonders subtil. Es geht im Grunde genommen darum, durchaus auch theoretisch herzuleiten, dass Obama aufgrund dessen, dass er sich mit seinem Vater auseinandersetzt, der, wie nun man meint, aus dem Buch herauslesen zu können, ein Antikolonialist gewesen sei, quasi diese Gedanken in einen modernen Antikolonialismus getragen habe und der sich dann notwendigerweise gegen die USA richte, was wiederum nachweislich dazu führe, und da muss man dann schon ein bisschen staunen, dass Obamas Politik im Grunde genommen verborgen oder offen antikolonialistisch sei. So, jetzt würde ich mal behaupten, wenn das so wäre, wären viele meiner Kolleginnen und Kollegen sehr glücklich darüber. Es ist allerdings, wenn man sich das von außen betrachtet, in dieser Zuspitzung und auch in dieser Ernsthaftigkeit, mit der das betrieben wird, doch wirklich äußerst verblüffend zu behaupten, der amtierende amerikanische Präsident habe tatsächlich den Plan in den nächsten Jahren und würde den auch schon verfolgen, im Grunde genommen die USA als Kolonialmacht, als imperiale Macht zugrunde zu richten und würde deshalb halt den ehemaligen Kolonialländern quasi in ihrem antikolonialistischen Kampf in die Hände spielen. So, ich habe das gezeigt, um auch vorher gesagt, dass dieser Film durchaus sehr erfolgreich war, um zu sagen, das ist jetzt nicht nur so ein laues Lüftchen, was daher weht, sondern durchaus ein starker Gegenwind, der auch etwas aussagt über den Charakter des Wahlkampfs und den Charakter der republikanischen Entwicklung, seit eben Obama überhaupt angetreten ist. So, jetzt komme ich zu der Frage Richtungsentscheidung. Und zwar erstmal möchte ich sagen, etwas dazu sagen, dass man selbstverständlich aus guten Gründen diese Frage mal gleich mit Nein beantworten kann, aus dem einfachen Grund,
dass es in den USA gar nicht möglich ist, eine Richtungsentscheidung zu fällen, wenn man das mal in diese Richtung zuspitzt. Ein Grund dafür ist hier Citizens United, also man sieht hier We the People, also das ist die Präambel aus der amerikanischen Verfassung, überschrieben mit We the Corporations, denke ich, erklärt sich auch ziemlich einfach. Citizens United bezieht sich auf eine Entscheidung von 2010 des Obersten Gerichtshofes, die, wenn ich das einfach mal grob zusammenfasse, zur Folge hatte, dass es seitdem möglich ist, in unbegrenztem Ausmaß Geld an Parteien für den Parteiwahlkampf zu spenden, dass man dies auch zeitlich unbegrenzt in Nähe zum Wahltag selber tun kann und dass sich daraufhin auch Organisationen, diese sogenannten Super PACs, also PAC steht für Political Action Committee und Super PAC heißt einfach nur ein besonders großes Political Action Committee, was eben noch viel, viel mehr Geld aufnehmen kann. Das Geld wird also nicht direkt in den Wahlkampf gespendet, sondern an diese Super PACs. Früher gab es Bestimmungen oder wenigstens ein wenig Eingrenzung über die Höhe des Geldes und auch den Zeitraum, in dem das verwendet werden durfte. Und diese Super PACs machen dann den Wahlkampf für die jeweilige Partei. So. Und das muss jetzt aber auch nicht mehr offengelegt werden, wer da wie viel gespendet hat. Also Geld spielt eine unglaublich große Rolle und im amerikanischen Wahlsystem. Und diese Rolle hat seit 2010 eben sogar noch zugenommen. Was jetzt natürlich, da muss man nicht besonders subtil denken, auch dazu führt, dass das die Wahlen natürlich auch beeinflusst. Denn beide Parteien müssen um diese Gelder konkurrieren. Und nun wird hier niemand annehmen, dass das nicht auch ihre Politik beeinflusst. Das heißt, es rücken natürlich die Parteien in diesem Sinne auch zusammen und konkurrieren um ähnliche Zirkel der Macht, wenn ich das mal so sagen darf. Also das würde dagegen sprechen, dass man hier überhaupt von Richtung sprechen. Halt. So. Eine zweite Tücke des amerikanischen Wahlsystems besteht darin, dass wir ja das bekannte Mehrheitswahlrecht haben. Und dass, wenn man sich jetzt diese Wahlprognosen anguckt, sieht man immer schön, dass die Staaten eigentlich schon aufgeteilt sind in Rot und Blau. Und es gibt nur wenige, die noch unentschieden sind, nämlich die sogenannten Swing States. Und hier sieht man halt diesen das Mars-Auto und die sagen, oh, no, not good, he wants to know if we are a Swing State. Das heißt, eigentlich interessieren sich die Politiker nur für einen Staat, wenn er nicht entschieden ist. In den anderen wird kein Wahlkampf gemacht. Ich lebe in New York ist demokratisch, da kriegt man von den Wahlen, vom Wahlkampf nichts mit. Das heißt aber auch, dass im Grunde genommen sich das Interesse dieses Wahlkampfes auf sehr wenige Staaten beschränkt. Gleichzeitig ist es so, dass eben mit diesem Mehrheitswahlrecht, also the winner takes all, dass eben die Partei mit mehr Stimmen gleich alle Wahlmännerstimmen einsammelt, es auch sehr im Grunde genommen unmöglich ist, noch eine weitere Partei irgendwie von Bedeutung in den USA zu etablieren. Spricht wiederum für die These, ist alles eh der gleiche Brei, ist strukturell schwierig, da überhaupt irgendwelche anderen Akzente zu setzen. Linke Amerikaner sprechen auch selber teilweise davon, es sei das undemokratischste System auf diesem Planeten. So. Kriegst du es noch raus bis zum Ende des Abends? So, dann kann man noch Obstruktionspolitik, heißt ja im Grunde genommen ne, Blockadepolitik, zeigt das, was die Republikaner in den letzten 4 Jahren ganz massiv gemacht haben. Es ist jetzt natürlich nicht unüblich, dass die Partei, die in der Opposition ist, versucht, die Politik zu blockieren, die Partei, die den Präsidenten stellt, vorschlägt. So soll das jetzt nicht rüberkommen. Aber also der Elefant, das sind ja immer die Republikaner, da kommt der Change-Wagen, kann nicht, abgeschnitten, wird blockiert. Soll aber sagen, dass die Republikaner wirklich es geschafft haben, in einem Maße Blockade zu betreiben, dass selbst also in Fragen, das Land an sich anging, also wenn man jetzt an die Haushaltspolitik, an das Haushaltsdefizit geht, so blockiert haben, dass sie eher in Kauf genommen haben, dass man dass das Land zahlungsunfähig wird, als dass sie Obama irgendeinen auch nur so kleinen Erfolg gönnen.
So, Richtungsentscheidung. Hier sieht man im Angebot Witch, Racist, Nazi, Recreator, Guy, Gay-Bescher, ja, und Anti-Government, Wicco. So, und er sagt, sorry kid, this year we don't have anything that says hope. So ist es. Um Hoffnung, um Hope oder Change geht es in diesem Wahlkampf nicht. Also die ganze Euphorie ist verflogen. Trotzdem muss man sagen, angesichts dessen, was gerade der Wahlkampf offenbart über die Richtung, in die die Republikaner drängen, und jetzt spitze ich es mal in die andere Richtung zu, könnte man durchaus von einem Richtungsentscheid sprechen. Warum? Trotz der Nähe der beiden Parteien, trotz der strukturellen Schwierigkeiten, die darin bestehen, dass man kaum eine andere Politik machen kann. So. Zum einen hier alles zusammengefasst, was so gegen Obama in den letzten Jahren ins Feld geführt wurde. Ne? Er sagt hier, Racism, heck, I totally forgot the president was even colored. Also ich wusste ja noch, ich habe völlig vergessen, dass er überhaupt schwarz ist. Gleichzeitig sieht man alles, was man auch auf Demonstrationen seit den Vorwahlkämpfen sehen konnte. Go back to Kenya, ne, die Vergangenheit, war der überhaupt Amerikaner? Obamacare, ne, mit dem afrikanischen Bild, das ist alles nicht an den Haaren herbeigezogen. Nazi hat man auch gegen die Gesundheitsreform, ne, Nazi-Bilder. Und hier Joe Wilson was right, das war ein republikanischer Abgeordneter, der halt geschrien hat bei der Debatte um die Gesundheitsreform, dass Obama ein Lügner sei. Da musste er sich dann auch für entschuldigen. Soll heißen, es gibt unabhängig von der Politik Obamas, seit er angetreten ist, nur aufgrund der Tatsache, dass er schwarz ist, würde ich behaupten, einen sehr starken rassistischen Gegenwind, der sich nicht auf seine Politik wirklich bezieht. Er tut es natürlich vermeintlich, aber sehr viel damit zu tun hat, schlicht und ergreifend, dass es sich hier um den ersten schwarzen Präsidenten handelt. So. Aus dem Kontext. Also, Obama sagt, Mitt Romney, you take what I say out of context, to mislead Americans, you stink. Und dann steht hier, New Romney Ad, also die neue Romney-Anzeige, Americans, you stink. Also, das ist auch überhaupt gar nicht übertrieben, das muss man leider sagen. Es hat nämlich in dem republikanischen Wahlkampf eine unheimliche Anzahl von Beispielen gegeben, wo das genau so gemacht wurde, wie das hier steht. Das berühmteste Beispiel ist, dass Obama sich hingestellt hat, und ich sage das jetzt nicht, ich sage das nur dazu, weil das vielleicht ein bisschen klingt, um Obama schön zu reden, sondern ich will was über die Republikaner sagen. Hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, also auch so ein bisschen dieser Geist, dass man jetzt nicht nur individualistisch denkt, sondern auch wir gehören ja alle zusammen, wir machen alle, stellen an, wir sind aufeinander angewiesen, dass er gesagt hat, ja, und wenn man jetzt ein Unternehmen aufgebaut hat, dann hat man das ja nicht alleine aufgebaut, und deswegen... man hat ja zum Beispiel Lehrer, die einen erzogen hat, man benutzt eine Infrastruktur, die um einen herum ist. Und da hat er gesagt, and you didn't build that. Also nicht die Lehrer, nicht die Infrastruktur, nicht die Brücken, nicht die Straßen. Romney hat dieses you didn't build that rausgenommen, hat das auch in der Wahlkampagne benutzt und hat immer so getan, als hätte er gesagt, die Unternehmer hätten die Unternehmen nicht gegründet. So. Das ist eben eine Form, die unheimlich viel passiert ist von Propaganda, die wirklich Sachen ganz klar sinnentstellt aufgreift. Man kann auch noch weitergehen, also ich hatte auch eine Folie, die sagt Lügen, weil in manchen Fällen wirklich ganz schlicht und ergreifend gelogen wird. Also wird gesagt, Obama will euch die Waffen wegnehmen. Jetzt würde ich sagen, schön wäre es, er würde das wollen, aber er hat überhaupt nichts dergleichen getan. Und trotzdem gehen die Republikaner raus und heizen die Leute an und sagen, aber er will euch doch die Waffen wegnehmen. So. Hier falsche Information, das ist die berühmte Geschichte mit der Gesundheitsreform, also er lacht, er hat da einfach mal 716 Milliarden Dollar aus Medicare, dem Gesundheitsprogramm für ältere Menschen, dem staatlichen Gesundheitsprogramm, herausgeschnitten und für seine Gesundheitsreform verbraucht. Die Zahl ist unheimlich viel durch den Wahlkampf gegeistert. Das wird ihm ständig vorgeworfen, ist aber natürlich totaler Quatsch, weil er hat das nicht aus diesem Programm einfach so rausgenommen und Leistung gekürzt, sondern hat eigentlich Überalimentierung von Versicherungen zurückgefahren und dadurch das Geld bekommen. Eine zweite Sache ist, wie halt immer im Zusammenhang von Gesundheitsreform passiert, es wird immer gesagt,
ihr nehmt euch Medicare weg und dann macht ihr einfach so eine staatliche Gesundheitsversorgung. Und staatlich ist immer schlecht in den USA. Vom Staat will man nichts, da will man nicht abhängen, dann ist man nicht amerikanisch und die Republikaner schon gar nicht. Jetzt ist nur der Witz, Medicare ist auch ein staatliches Programm. Und das geht da irgendwie unter in der ganzen Propaganda. Und es haben auch Leute demonstriert vom obersten Gerichtshof und haben gesagt, take your government's hand from my Medicare. Also nimm deine staatlichen Hände von meiner Klammer auf staatlichen Klammer zu Gesundheitsversorgung. So. Dann natürlich, das ist auch sehr bekannt, dass Mitt Romney nicht nur seine Steuern alle außer Landes geschafft hat, obwohl er natürlich gerne das Land retten will mit Jobs, sondern auch seine Steuererklärung nicht offengelegt hat. So. Zwei hat er, glaube ich, hat er irgendwie einen Steuersatz von 13,5% gezahlt. Man kann nur vermuten, so nahe, wie es ihm gelegt wurde, irgendwas zu veröffentlichen, auch von Republikanern. Die haben alle gesagt, jetzt rückt doch endlich was raus. Das wahrscheinlich ist schlimmer, ist sie zu veröffentlichen, als weiter das nicht zu tun, was wiederum die Vermutung nahelegt, dass er unter Umständen gar keine Steuern gezahlt hat. Und das ist natürlich, sagt sehr viel darüber aus, das ist in welche Richtung im Grunde die Politik geht. Ja, ich muss mal hier ein bisschen rein. So, dann gibt es auch noch ein sehr wiederkehrendes Moment, nämlich was man so glauben kann und aber nicht glauben muss. Also es spielt unheimlich stark eine Rolle bei wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass sie zu Glaubensfragen runtergespielt werden. Und der Klimawandel ist nun wirklich, sagen wir mal, der Gipfel des Ganzen. Da hat Mitt Romney auch gesagt, er wisse nicht, nee, glaubt er irgendwie nicht, wäre auch nicht bewiesen und dass man so viel Geld für CO2, die Reduzierung von CO2-Emissionen ausgebe, das fände er nicht gut. Das ist natürlich das, worauf es dann hinausläuft. Dazu kommt, dass die Medienerstattung teilweise dann so ausfällt, also in den Leitmedien, sage ich jetzt mal, dass das auch in so einer Pseudoneutralität gegenübergestellt wird. Ja, die einen meinen das und die anderen meinen das. So, die einen meinen halt, Klimawandel gibt's und die anderen meinen das nicht, da kann man ja nicht kritisieren. Der Macher der amerikanischen Serie Newsroom hat das so auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, es wäre so, wenn die Republikaner sich heute hinstellen und sagen, die Erde ist eine Scheibe, dann steht morgen in den Leitmedien Demokraten und Republikaner uneins über die Form der Erde. So. Ja, dann noch das, Frauen dürfen ja nicht fehlen, Mitt Romney hat nichts gegen Frauen, er hat selber eine und die ist natürlich... wie das auch so sein muss im amerikanischen Wahlkampf, seine persönliche Heldin. Und das unter anderem deshalb, weil sie 5 Kinder ihm geschenkt hat und auf die aufgepasst hat. Und das ist auch Arbeit und das ruft er allen arbeitenden Frauen zu. Auch seine Frau hat gearbeitet und das ist auch Arbeit. Könnte man jetzt sagen, ist ja nichts Falsches dran. Jeder, der irgendwie sich schon mal um Kinder gekümmert hat, würde das unterschreiben. Richtet sich aber natürlich gegen die Frauen, die die Doppelbelastung haben. So. Und es ist es so, dass man im Falle der Republikaner auch der Begriff aufgebracht wurde, War on Women, also weil sie eben wirklich alles nach rechts gerückt sind, was Abtreibung angeht, was gleiche Lohnzahlungen von Frauen, das ist natürlich ein Gesetz, dass es Equal Pay gibt, aber die Art und Weise, wie man dagegen vorgeht, wenn man meint, man würde nicht gleich bezahlt, die kann man ja erschweren. So, und das ist vielerorts geschehen. Abtreibung, das hat dann halt seine Zuspitzung gehabt, dass sich dann ein Republikaner, der Todd Etkin, ist wahrscheinlich bekannt, so vergaloppiert hat, dass er sogar davon gesprochen hat, bei Vergewaltigung, also auch bei Vergewaltigung wäre Abtreibung nicht legitim, denn der weibliche Körper habe eine Art, sich so zu verschließen, dass man nicht schwanger würde. Er hätte da auch mit Experten drüber geredet und die hätten ihm das auch nahegelegt. Das war nun wiederum so abseitig, dass er sich zurückziehen musste und auch Romney und Ryan sich davon distanziert haben. Es zeigt aber, in welche Richtung das geht. Da ist ein ganz massiver Rechtsschwenk auch zu verzeichnen. Und in den USA ist es im Übrigen so, dass Frauen doch in der Mehrheit eher demokratisch wählen als republikanisch. Also das ist ein größerer Unterschied. Ich bin auch gleich fertig. Jetzt bin ich beim Wahltag. So. Jetzt ist noch mal etwas ganz Entscheidendes, deswegen muss ich es auch unbedingt loswerden. Why so few minorities are Republicans? Give us one good reason why we shouldn't vote for Barack Obama. Die Antwort ist die, we won't let you. Und das ist auch wirklich so der Fall. Denn in republikanischen Staaten hat es eine Verschärfung von Wahlgesetzen gegeben, die eben hier Voter-ID-Laws,
die vorschreiben, man braucht einen Bildausweis, wenn man wählen geht. Und das ist in den USA keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, entweder Pass, das haben sowieso die wenigsten Amerikaner, oder ein Führerschein. Und das haben auch nicht alle Amerikaner, wie man immer so denkt. Und das trifft natürlich insbesondere Minderheiten und es betrifft ärmere Menschen. Und es betrifft insofern die Wählergruppen, die eher demokratisch wählen. So kann man verhindern, dass Leute zur Wahl gehen. Das Zweite ist, dass in manchen Wahlkreisen das dann so eingeschränkt wird, dass da, wo man vermutet, dass mehr demokratisch gewählt wird, dann wird der, werden die Wahllokale nur am Wahltag aufgemacht. Das ist ein Wochentag. Und da, wo man vermutet, dass mehr republikanisch gewählt wird, da sind die dann schon ab Sonntag offen. Und es ist zum Beispiel gerade in den schwarzen Communities durchaus gang und gäbe, dass man nach dem Wahlsonntag zusammen wählen geht. Und das hat man dann eben nicht mehr. So, also nur kurz zusammengefasst, strukturell und gerade je weiter man nach oben in der Politik geht, ist es sehr schwer, von einem Richtungsentscheid zu sprechen. Wenn man aber weiter nach unten geht, auf die Basis und wenn man sich auch anguckt, mit was für einer Dreistigkeit, offenen Lüge und auch Rassismus hier Politik oder Wahlpropaganda gemacht wird, dann würde ich sagen, es ist schon ein Unterschied, oder ich habe das neulich in einem Artikel gelesen, der sagt, die Entscheidung geht nicht darum, ob man jetzt die eine oder die andere Person wählt, dann läuft man nämlich in die Falle des amerikanischen Wahlsystems, was nicht mehr hergibt. Die Entscheidung, die man sich stellen muss, ist eher die Frage, macht es einen Unterschied, ob man unter der einen oder der anderen Regierung lebt tatsächlich in dem Land und was für Aktionsmöglichkeiten man auch als Linke hat unter der einen oder anderen Regierung. Und da muss ich sagen, nach dem, was ich gesehen habe, würde ich doch hoffen, dass der letzte Fettnapf von Mitt Romney, der ja eher ein Jauchekübel war, doch bitte der letzte sein möge, den man öffentlich sehen muss. Danke.